Hallo, mein Name ist Regina Lustig und ich bin heute in der völlig leeren Hauptbücherei. Ganz viele Bücher, keine Kinder da und werde heute ganz im Sinne des Corona-Bastelns mit euch was machen, wo ihr die Zutaten dazu wahrscheinlich zu Hause habt, und zwar ein kleines Notizheftchen mit einem Lesezeichen. Das Ganze machen wir aus einer Saft- oder Milchpackung. Dazu lasst euch bitte helfen von euren Eltern. Schneidet mal unten einmal den Boden ab. Und jetzt könnt ihr dann schon weiterarbeiten mit der Schere. Und zwar an der Stelle, wo das da zusammengeleimt ist, könnt ihr das aufschneiden. Dann habt ihr da das Rohmaterial für den äußeren Teil von eurem Buch. Ich habe das jetzt schon vorbereitet, und zwar habe ich schon in der Größe 9 x 18,5 cm habe ich euch schon den Umschlag vorbereitet. Und für innen, für die Blätter, könnt ihr aus einem normalen Zeichen oder Kopierpapier im gleichen Format auch Blätter zuschneiden. Eine gute Stärke sind so 5 bis 10 Blätter. Das Ganze wird jetzt in der Mitte einmal gefalten, sowohl die Blätter innen, gut zusammengedrückt, zugestrichen, und auch der Umschlag geknickt und gut niederstreichen. Dann braucht ihr entweder so eine Papierklammer oder eine Wäscheklammer zum Wäscheaufhängen, weil das Ganze wird jetzt wie bei einem Schulheft so zusammengelegt und zusammengeklammert, damit das nicht verrutscht. Dann braucht ihr eine Unterlage. Ich habe einfach einen alten Verpackungskarton genommen aus dem Altpapier. Den könnt ihr zwei, dreimal zusammenlegen. Und jetzt nehmt ihr eine dicke, spitze Nadel und stecht in der Mitte, wo jetzt dieser Falz ist, so im Abstand von ungefähr einen halben Zentimeter, mehrmals rein. Durch alle Schichten durch. Das sieht dann so ähnlich aus wie bei einem Kalenderblatt, wo es so eine Stelle gibt, wo man was abreißen kann. Wichtig ist, dass die Klammer da gut hält, dass das nicht verrutscht. Dann sind die Löcher nämlich immer an einer Stelle. Gut, damit ihr besser mit der Nadel dann durchkommt mit dem Garn, was ich euch gleich zeige, dreht ihr das Ganze um und stecht es von der anderen Seite auch noch einmal durch. Dann sind die Löcher nämlich groß genug. Alle Löcher noch einmal durchgestochen. Dann nehmt ihr eine Nadel mit einem Garn. Ich habe ein farbiges genommen, weil ich das schön finde, wenn das da absticht von dem weißen Papier. Und stecht es einmal da von vorne nach hinten durch. Wichtig ist, dass die Nadel dünner ist als die vorher. Dann kommt sie nämlich gut rein. Und jetzt werden die beiden Enden miteinander verknotet. Am besten so 2 bis 3 Knoten, dann hält das gut. Und das kurze Ende mit der Schere nicht zu knapp beim Knoten einfach abschneiden. Jetzt wird das Ganze genäht, das heißt, ihr stecht jetzt da beim nächsten Loch durch und wieder in das, wo ihr angefangen habt, zurück. Und wieder beim nächsten Loch durch. Zurück, Rückstich für alle, die es gelernt haben. Und wieder einstechen und zurück. Beim nächsten einstechen und zurück. Das machen wir jetzt bis zum Ende von dieser Falzkante. Und dann zeige ich euch, wie ihr den Knoten am besten macht.
So, jetzt sind wir gleich am Ende angelangt. Nur noch ein paar Stiche. Einmal noch rein und zurück. Jetzt sind wir schon am Ende und jetzt wird das Ganze verknotet. Und zwar ein Stich noch. Und jetzt mit der Nadel einmal durch diese letzte Schlaufe durch und durch diese Schlaufe und das Ganze wieder ein bis zwei bis drei Mal. Dann habe ich hier einen schönen Knoten und kann genauso wie bei dem Pin vorhin ein Stückchen vom Knoten entfernt abschneiden. Jetzt kann ich die Klammer entfernen. Das Buch ist fertig. Ich möchte aber noch ein Lesezeichen knüpfen. Dazu brauchen wir wieder eine spitze Schere. Vorsichtig hier rein. Und ich habe drei Baumwollfäden genommen, die, wenn man sie zusammenlegt, ungefähr zwei bis dreimal so lang sind wie das Buch. Damit das einfacher durchgefädelt werden kann, empfehle ich euch, eine Häkelnadel zu nehmen. Dann geht es einfacher. Ihr zieht jetzt alle drei Fäden hier durch und achtet darauf, dass die dann ungefähr gleich lang gezogen sind. Also immer eine Farbe nehmen von den drei Farben und gleich ziehen. Und ich habe mir hier eine Flasche genommen mit Wasser drinnen, damit das beschwert wird. Und jetzt wird das Ganze geflochten, das heißt, ihr nehmt immer zwei Fäden, am besten die in der gleichen Farbe. Und jetzt wird das geflochten. Schaue ich mal, ob das schon lang genug ist. Nein, ein Stückchen brauche ich noch. Immer von rechts zur Mitte und von links zur Mitte, immer abwechselnd. Jetzt ist das Ganze lang genug. Jetzt kann ich einen Knoten machen und damit den Zopf zumachen. So, Zopf ist zu, Flasche weg. Und die Enden werden jetzt noch schön zusammen abgeschnitten. Jetzt habe ich ein Lesezeichen und damit dieses Heftchen nicht immer aufgeht, könnt ihr jetzt einfach noch einen Gummiring drauf geben. Und unser Heftchen ist fertig.